Zoodirektor Alfred Ungestüm hält seine Nase in die Frühlingsbrise und schnuppert. Es müffelt im Zoo. Weit und breit ist kein Besucher zu sehen. Und das, obwohl der Himmel blitzblau und die Sonne blank geputzt ist. Auch die Zoobewohner verstecken sich in ihren Gehegen. Irgendwas stimmt da doch nicht. Nur bei Ignaz Pfefferminz Igel herrscht geschäftiges Treiben. Er flitzt hin und her, wischt, fegt und schrubbt in jeder Ecke. Ignaz, ruft der Direktor, kannst du mir sagen, warum es im Zoo so stinkt? Vor Schreck rollt sich der Igel zusammen. Ich weiß von nichts, kommt es aus der Stachelkugel. Ignaz Pfefferminz Igel! Die kleinen Knopfaugen lugen zwischen den Stacheln hervor. Die anderen putzen sich nicht mehr die Zähne, flüstert Ignaz. Hat ihnen Ferdi Faultier geraten. Zu anstrengend, hat er gesagt. Aha! Der Zoodirektor rümpft die Nase und stapft vor dem Gehege auf und ab. Dann bleibt er stehen. Ich hab's! Ignaz, ich brauche deine Hilfe. Wobei denn? Fragt der Igel und reckt ihm das Schnäuzchen entgegen. Der Direktor verrät ihm seine Idee und prompt rollt Ignaz sich wieder zusammen. Das kann nicht Ihr Ernst sein, Herr Direktor, ertönt es aus der Kugel. Oh doch, und damit basta, oder besser Pasta, Zahnpasta. Am nächsten Morgen bleibt der Zoo geschlossen und für alle Tiere sind gut sichtbar Schilder aufgestellt worden. Nur heute großer Zahnputztag im Zoo mit Alfred Ungestüm und seinem Gehilfen Ignaz. Hier eintragen. Die Nachricht macht schnell die Runde, aber keiner hat so richtig Lust aufs Zähneputzen. Brummt der Direktor verstimmt, als er die wenigen Namen auf der Liste sieht. Komm, Ignaz, wir haben zu tun. Ignaz legt den Kopf in den Nacken und blickt den langen Hals von Fräulein Giraffe hinauf. Höher und höher und höher. Während Ignaz noch erstaunt nach oben sieht, reibt ihm der Direktor schon den Rücken mit Zahnpasta ein. Hopp, hopp, Ignaz, rauf auf die Stange, sagt er. Da erst bemerkt der Igel die abenteuerliche Teleskop-Zahnbürstenkonstruktion. In luftiger Höhe schwingt Ignaz hin und her und seine Pfötchen werden schweißnass. Aber sie schaffen es. Zufrieden fährt sich die Giraffendame mit der Zunge über die glatten Zähne und lächelt Ignaz dankbar an. Das war vielleicht doch eine gute Idee mit dem Zähneputzen, findet er. Vielleicht aber auch nicht, denkt sich Ignaz, als er ihren nächsten Kunden sieht. Kommen Sie denn nicht mit ins Gehege? Viel zu gefährlich, sagt der Direktor und drückt auf die Zahnpastatube. So, und jetzt gut festhalten. Als er Ignaz mit Schwung über die Zahnreihen von Herrn von Löwe schrubbt, wird dem Igel ganz schwindelig. Hoch und runter, vor und zurück. Hui, eigentlich macht das fast ein bisschen Spaß. Ignaz traut sich sogar, die Augen zu öffnen. Da brüllt der Löwe laut. So frisch, so glatt, so weiß. Zähneputzen ist toll. So wahr ich Freiherr von Löwe heiß. Gut gebrüllt, denkt sich der Direktor und angelt Ignaz aus dem Gehege. Die anderen Zoobewohner recken neugierig die Hälse. Und auf einmal füllt sich die Zahnputzliste rasant. Ignaz, mir ist zu meinen großen, faltigen Ohren gekommen, dass du ein wahres Zahnputz-Naturtalent bist, trompetet Anton, als sie am Elefantenhaus ankommen. Ignaz beäugt Antons riesige Stoßzähne und seufzt. Ganz schön viel zu tun. In dem Moment schlingt Anton den Rüssel um den Igel, schleudert ihn in die Höhe und fängt ihn mit seinen Stoßzähnen wieder auf. Ignaz jauchzt. Anton trompetet und der Direktor klatscht freudig in die Hände. Im Nu blitzen die langen Stoßzähne wieder so weiß wie Schneeglöckchen. Als nächstes ist Eddie Ameisenbär an der Reihe. Na, das wird bestimmt ein Kinderspiel, sagt Ignaz und flitzt los.
Hau, ihr Huai! Ruft Eddie aufgeregt und reckt den beiden sein langes Schnäuzchen entgegen. Ignaz schaut genauer in Eddies Maul und stutzt. Auch der Direktor sieht ratlos hinein. Hallo? Fragt Eddie. Tja, druckst Ignaz, du hast leider gar keine Zähne, die ich dir putzen könnte. Eddies Knopfaugen füllen sich mit Tränen. Keine Zähne? Aber Ignaz hat schon eine Idee. Ich putz dir einfach die Zunge, ruft er schnell, und Eddies Miene hält sich auf. Ich habe eine ganz lange Zunge, sagt er stolz und streckt sie raus. Nachdem alle Fliegen von Eddies Zunge geschrubbt sind, geht es schnell weiter. Den ganzen Tag putzt Ignaz Zähne. Große und kleine, lange und kurze, stumpfe und spitze, giftige und harmlose. Das Hängebauchschwein und der Gorilla, das Zebra und das Erdmännchen, der Schabrackentapir und das Krokodil, die Kobra und der Biber. Alle warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Mein lieber Ignaz, jetzt steht nur noch ein Kunde auf meiner Liste. Der Igel gähnt. Den schaffen wir auch noch, antwortet er. Dann komm mal mit, sagt der Direktor und geht Richtung Aquarium. Ignaz schwant Böses. Und wirklich, sie bleiben vor dem Becken von Wilhelm, dem weißen Hai, stehen. Heldenhaft setzt sich Ignaz eine Wäscheklammer auf die Nase, bevor er ins Wasser hüpft. Über 300 Zähne gibt es zu putzen. Beim letzten Zahn hat Wilhelm ein besonderes Geschenk für Ignaz. Einen Haifischzahnorden am Algenband, den er ihm feierlich um den Hals legt. So, ruft der Direktor, nachdem er Ignaz aus dem Becken gefischt hat. Alle mal herkommen, ich habe eine Idee. Nicht schon wieder, stöhnt Ignaz, doch Alfred Ungestüm zwinkert ihm verschwörerisch zu. Er bittet alle Tiere, sich vor der großen Scheibe des Aquariums aufzustellen. Und dann machen sie ein Foto. Wir brauchen ein neues Werbeplakat, damit wieder mehr Besucher in den Zoo kommen. Also ruft alle bei 3 Spaghetti! Als das Foto im Kasten ist und die Sonne am Horizont verschwindet, trottet Ignaz zufrieden, aber igelmüde zurück in sein Gehege. Gute Nacht, Herr Direktor, sagt er zu seinem Freund und will in seiner Höhle verschwinden. Nicht so schnell, mein lieber Ignaz. Hast du nicht etwas vergessen? Was denn? Fragt Ignaz matt. Na, Zähne putzen natürlich. Karneval im Zoo. Was für ein schöner Morgen. Alfons Ungestüm und sein treuer Freund Ignaz Pfefferminz-Igel klopfen gerade auf ihre Sonntagseier, als eine lustige Melodie durch das Küchenfenster weht. Nanu, was ist denn das? Erstaunt horchen die beiden auf. Die Elefanten trompeten, die Gorillas trommeln sich auf die Brust, die Bären brummen vor sich hin, und zwischendurch ertönt das Brüllen eines Löwen. Der Zoodirektor lässt den Eierlöffel sinken. Was ist denn das für ein Tumult? Einfach nicht hinhören, Herr Direktor, empfiehlt Ignaz, der es gerne ruhig und beschaulich mag. Doch da ist der Direktor schon aufgesprungen. Nix da, ruft er, da müssen wir nach dem Rechten schauen. Als sie bei den Gehegen ankommen, traut Ignaz seinen kleinen Igelaugen nicht. Wunderliche Tiere, die er nie zuvor gesehen hat, bevölkern den Zoo.
Da bleibt mir ja die Spucke weg, poltert Alfons ungestüm. Was zum Kuckuck ist hier bloß los? Wir feiern heute Karneval. Freiherr von Löwe hat gesagt, dass sich jeder in das Tier verwandeln soll, das er schon immer einmal sein wollte. Trällert ein großes, graues Wesen und beugt seinen langen Hals zu ihnen hinunter. Und ihr zwei müsst erraten, wer wir sind. Donnerwetter, ruft der Direktor, das riecht nach Arbeit. Bis der Zoo öffnet, müssen wir das Durcheinander im Griff haben, Ignaz. Wir? Stottert Ignaz. Doch da hat ihn der Zoodirektor bereits vor das seltsame Tier geschoben. Ignaz legt staunend sein stacheliges Köpfchen in den Nacken. Ich bin ein Giraffant, sagt das Tier stolz und kichert. Ein Giraffant? Wundert sich Ignaz. Einen Hinweis gebe ich dir, flötet das Tier. Es gibt da jemanden, der behauptet, er wäre der Größte. Stimmt aber gar nicht, denn eigentlich trage ich den Kopf am höchsten. Ah, jetzt weiß ich, wer du bist, ruft Ignaz. Du bist Gisela, die Giraffendame, die sich als Elefant verkleidet hat. Bravo, sagt das Giraffant und trabt gut gelaunt davon. Komm, Ignaz, weiter geht's. Mit großen Schritten eilt der Direktor vorne weg und Ignaz hinterher. Hinter dem Elefantenhaus hat er ein Tier entdeckt, das da ganz bestimmt nicht hingehört. Bei dessen Anblick verschlägt es Ignaz die Sprache. Ich bin ein Flanil, säuselt das Wesen und wäre dabei fast umgefallen. Endlich bin ich schön und elegant. Ignaz bläst nachdenklich seine Igelbacken auf. Flanil, 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 grübelt der Direktor, bis ihn Ignaz unterbricht. Bingo, ruft er. Als Flamingo hat sich Niki, unser Nilpferd, verkleidet. Das läuft doch gar nicht schlecht, lobt sich Ignaz im Stillen, als sie sich auf den Weg ins Tropenhaus machen. Pipa, pipa, Pinguei, begrüßt sie dort ein seltsamer Vogel. Ignaz runzelt die Stirn. Was ist denn wohl ein Pinguei? Immer nur schwarz-weiß, einmal im Leben wollte ich bunt sein, hilft der Pinguei ihm auf die Sprünge. Ignaz grübelt. Schwarz-weiß, das sind eigentlich nur Fräulein Panda-Bär, Zacharias Zebra und Toni Tapir. Und danach sieht der kleine Vogel nun wirklich nicht aus. Puh, ist das heiß hier, beschwert sich der Pinguei und fächelt sich mit seinen kleinen Flügelchen Luft zu. Jetzt hat Ignaz eine Idee. Sollen wir dich vielleicht da runterholen und zurück ins Eis bringen? Der Pinguei nickt dankbar. Da gehören Pinguine schließlich hin, die sich als Papagei verkleidet haben, ergänzt der Direktor streng. Gerne würde Ignaz eine Verschnaufpause einlegen, doch der Direktor stürmt weiter, bis er wie vom Donner gerührt stehen bleibt. Am Wegesrand tänzelt ein Tier, das nicht zu übersehen ist. Schau mal, es schnuppert an den Gänseblümchen, flüstert der Direktor. Ich bin eine Elefummel, sagt das Wesen schüchtern. Einmal klein sein und fliegen können. Ein Lächeln huscht über Ignaz' kleines Igelgesicht. Natürlich! Als Hummel hat sich hier Anton, unser Elefant, verkleidet, ruft er. Beschwingt galoppiert die Elefummel davon. Aufgescheucht vom Lärm streckt Eddie Ameisenbär sein langes Schnäuzchen um die Ecke. Kann mir mal jemand ein Konfetti von der Zunge knibbeln? Aber Eddie, wundert sich Ignaz, du bist ja einfach nur als Clown verkleidet. Solltet ihr euch nicht in euer Lieblingstier verwandeln? Hä? Wundert sich Eddie. Hab ich nicht mitbekommen. Immer das Gleiche mit dir, Eddie, murrt der Direktor. Nie passt du auf. Die anderen aber auch nicht, verteidigt sich Eddie und deutet hinter sich. Ignaz und dem Direktor bleibt der Mund offen stehen. Auf dem Affenfelsen ist eine wilde Party im Gange.
Da schunkeln Piraten mit Hexen und Cowboys, Sträflinge singen mit Krankenschwestern um die Wette und Vampire fordern Prinzessinnen zum Tanzen auf. Uns braucht ihr nicht zu erraten, lieber Direktor und lieber Ignaz, begrüßt sie eine kräftige Prinzessin. Kommt einfach dazu und feiert mit uns. Hui, das war lustig, summt Ignaz beschwingt vor sich hin. Er wäre gerne noch länger geblieben, doch die Pflicht ruft. Mächtig stolz auf sich flitzt er weiter durch den Zoo, als ihn plötzlich jemand anbrüllt. Halt! Donnert es zwischen ein paar Grasbüscheln hervor. Da entdeckt Ignaz ein ziemlich kleines Tier mit Mähne. Ich bin ein Erdlöwe, ruft das Tier. Und du darfst erst vorbei, wenn du erraten hast, wer ich bin. Ein Erdlöwe? Fragt Ignaz verwirrt. Ganz genau. Heute bin ich das gefährlichste Tier im Zoo und muss nicht ständig unter die Erde flitzen, um mich zu verstecken. Ignaz schlägt sich sein kleines Igelpfötchen vor die Stirn. Natürlich, du bist Eberhard das Erdmännchen als Löwe verkleidet. Stimmt, sagt Eberhard glücklich, verbeugt sich und lässt Ignaz passieren. Erst jetzt fällt Ignaz auf, dass er den Direktor verloren hat. Doch ihm bleibt keine Zeit, sich darüber zu wundern, denn ein weiteres seltsames Tier saust an ihm vorbei. Ignaz nimmt seine kleinen Igelbeine in die Hand und rennt sofort hinterher. Es dauert nicht lange und er hat das keuchende Tier eingeholt. »Ich bin ein Faulpart«, schnauft es. »Einmal im Leben wollte ich schneller sein als der Blitz. Aber ich glaube, das ist nichts für mich.« Ignaz legt ihm tröstend ein Pfötchen auf den Rücken. »Das macht doch nichts, Ferdi Faultier. Ich finde, du bist ein richtig toller Gepard.« »Danke«, sagt Ferdi und streckt alle Viere von sich. »Nur einmal kurz verschnaufen.« Keine schlechte Idee, denkt Ignaz und lässt sich neben Ferdi ins Gras fallen. Doch da biegt bereits eine gut gelaunte Polonaise um die Ecke. Das gibt's doch gar nicht. Ignaz bekommt große Augen und gemeinsam mit Ferdi rät er um die Wette. Löwiger, Nasu, Tapudel, Flederling, Hängebauchschweinhorn, Zebrase, Kobrausendfüßler. Lachend schlängelt sich die Tierpolonaise mit Ignaz ihren Weg durch den Zoo, bis sie bei seinem Gehege ankommen. Doch dort hat es sich das seltsamste Tier von allen bequem gemacht. »Wer bist denn du?« stammelt Ignaz, der sich beim besten Willen nicht erklären kann, um was für ein wunderliches Wesen es sich hier handelt. »Ich bin ein Zogel«, kichert das Tier. »Einmal im Leben wollte ich so ein Teufelskerl sein wie mein bester Freund Ignaz Pfefferminz Igel.« Und da erkennt Ignaz den Zoodirektor. »Ich?« stammelt er und bekommt vor Stolz ganz rote Bäckchen. »Ein Teufelskerl? Na sicher!« jubeln alle Tiere und feiern noch eine Weile miteinander, bevor sie zurück in ihre Behausungen traben. Denn schon bald öffnet der Zoo seine Tore. Den Wal zurück ins Meer. Es war Winter und das Meer, das fror so sehr. Es lag auf einer kalten Klippe und wenn es kalt ist, kriegt man Grippe. So hat es dann auch wild genossen und einen Wal an Land geschossen. Da lag es nun, das dicke Tier, schwerer als so manch Klavier.
Die See wusst weder ein noch aus, also bat sie eine Maus. Kleine Maus, ich bitt dich sehr, schieb den Wal zurück ins Meer. Der Maus, ihr tat der Wal so leid, zum Glück war sie sehr hilfsbereit. Doch alle Mühe war vertan, drum bat die Maus nen weißen Schwan. Lieber Schwan, kommst du mal her? Schieb den Wal zurück ins Meer. Der Schwan, der war ein Schwan der Tat, weshalb er andere Schwäne bat. Vergebens schwante es den Schwänen, drum riefen sie nach den Hyänen. Liebe Hyänen, bitte sehr, schiebt den Wal zurück ins Meer. Eine Hyäne kam herbei, versucht's mit Lärm und allerlei. Doch sie entschied, ich werd's nicht schaffen. Lieber frag ich die Giraffen. Wenn nicht ihr, dann bitte wer? Schiebt den Wal zurück ins Meer. Auf mein Kommando, ich sag drück! Gesenkte Häupter Stück für Stück. O weh, der Wal war viel zu schwer. Lieber weckten sie den Bär. Komm aus der Höhle, lieber Bär! Schieb den Wal zurück ins Meer. Der Bär war stark und schob den Wal. 5 Millimeter, dann wurd's zur Qual. Ich schaff das leider nicht alleine. Vielleicht können's ja die Stachelschweine. Auf die Plätze, 3, 2, Schwein, schieb den Wal ins Meer hinein. Wir zwingen ihn zu seinem Glück. Wir pieksen und er springt zurück. Doch nichts geschah und beide rannten zu den grauen Elefanten. Ihr Elefanten, hört mal her, schiebt den Wal zurück ins Meer. Und die Elefanten schoben, bis sich ihre Rüssel bogen. Aussichtslos, es war zum Heulen. Letzte Chance waren die Eulen. Schlaue Eulen, sag doch, wer schiebt den Wal zurück ins Meer? Und die Eulen dachten nach, so sehr, dass fast ihr Kopf zerbrach. Das kleinste war das schlauste Tier, hob den Flügel, sagte, wir! Ich hab's, ich glaub, ich weiß jetzt, wer schiebt den Wal zurück ins Meer. Auf mein Kommando, 1, 2, 3! Und alle Tiere waren dabei. Drücken, schieben, volle Kraft! Gleich habt ihr's dann doch geschafft! Und gemeinsam, bitte sehr, schoben sie den Wal ins Meer.